Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Far Cry 6. Mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu diesem Gameplay. Und wir sind gerade hier im Arsenalmenü. Wir haben lauter Sachen. Da wollte ich gerne mit euch zusammen mal reinschauen. Wir haben sogar eine Uhr. Aktuell haben wir diese feuerfesten Handschuhe. Die gefallen mir. Wir hatten hier eine Schmuckuhr. Oh, was sind das denn? Starke Zielstabilität. Die Waffenbewegung wird stark verringert. Das hat was von Cyberpunk. Das ist genial. Das nehmen wir. So, was haben wir denn noch da? Schuhe. Amigo-Schub. Diese Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht, nachdem dein Amigo einen Gegner getötet hat. Gehe. Hier so. Natürlich nehmen wir diese Schläppchen. Schläppchen, genau. Kampfschuss. Du bewegst dich schneller, nachdem du Schaden erlitten hast. Boah, die sehen echt heftig aus. Das sieht aus wie ein Cyborg jetzt. Mit so einem Ninja-Stern dran. Guck dir das mal an. Die nehmen wir. Hosen, was haben wir denn da? Die Verteidigung gegen Tiere wird erhöht. Die Ausbeute an Pesos wird verbessert. Die Munitionsreserve verringert. Und was kann die? Du kannst mehr Scharfschütze-Munition tragen. Nein. Die Verteidigung gegen Waffentiere. Die Ausbeute an Pesos. Nee. Nebedi. Entweder die oder die. Sieht überhaupt nicht schick aus. So. Dann gehen wir mal Amigos. Amigo. Wir haben noch hier diesen. Wir können mal diesen. In dieser Folge nehmen wir mal den. Den vollautomatischen Hund hier. Amigos. Den haben wir noch nicht gemischt. Wir haben schon den Guapo. Wir nehmen mal den K9000. Kann man den eigentlich... Der hat hier so ein Dings. Man kann den doch bestimmt scannen. Mal, was passiert, wenn wir den scannen? Aha, hier, die Oberteile haben wir uns noch nicht angeguckt. Doch. Oh, was ist das hier? Die Verteidigung gegen Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Die Verteidigung gegen Weichziele springen und Avanzapfende mit dem Wett leicht erhöht. Das ist hier. Ja. Du kannst wesentlich mehr Seiten Waffenmunition bei dir tragen, aber deine Bewegungen sind etwas lauter. Nee. Das gefällt mir eher. Amigos, das haben wir doch alles durch. Was hat der denn? Geistesziel. Details. Ach so. Da hat der Raubtier stinkt Amigo-Fähigkeit. Okay. Der hat noch eine Fähigkeit, die er freischalten kann. Wenn wir bei dem hier reingehen. Amigo-Fähigkeit. Verbessern. Entlassungsprotokoll. Okay, Fahrzeuge. Hier unser Geschütz. Offensive Waffen. Die Steuerung wird verringert. Nehmen wir mal den. Der ist neu. Wir probieren den mal aus, ob der besser ist. Ne? Ein Stoßfänger vorne. Ein selbstgebauter Pflug, der bei Auftreten Autos umwerfen. Auftreten Autos umwerfen kann. Der Aufsatz kann an die Werkbank verbessert werden. An der Werkbank. Nicht an die Werkbank. Ja. Das ist ein selbstgebauter Pflug, der bei Auftreten Autos. Okay, was haben die jetzt für Stärken? Wird leicht erhöht, die Aufprallkraft wird leicht erhöht. Hier vielleicht die Fähigkeit, Reifen beim Aufprall zu zerstören. Nehmen wir mal den. Wie so eine Mulde. Felgen. Mit zunehmender Fahrpraxis steigt auch das Verlangen, stilvoll unterwegs zu sein. Ja. Mal nehmen wir die hier. Ist doch gut. Standhupe. Was macht die? Okay, wir haben erstmal nur die.
Oder gibt es noch andere, die freigeschaltet sind aktuell nicht? Nein. Außenfarbe ist aktuell. Das Rote ist hier frei. Innenfarbe. Okay. Sammlungen. Henne. Da haben wir auch nichts. Und hier ist auch nichts. Ah ja, die Briefe hier halt, ne? Die kennen wir ja schon alle. Und Notizen. Und bei Fahrer, ja, haben wir noch laute Aufträge, die wir noch. Militärische Ziele. Kontrollpunkt Valle del Poco. Kontrollpunkt, erobere den FND. Kontrollpunkt, zerstöre die Propagandaplakat und sichere den Kontrollpunkt. Erobere FND-Kontrollpunkt. Machen wir. Auf geht's. Dafür nehmen wir auch unseren Hubschrauber. Wir nehmen dafür den Hubschrauber, ne? So. Haben wir in der letzten Folge so besprochen gehabt. Dafür nehmen wir den Hubschrauber. Den Helikopter. Natürlich den guten. Rufen wir mal den. Prima. Auf geht's. Rein ins Geschehen. Da ist der Kontrollpunkt. Wir werden den sowas von abknallen. Da wird den Sehen und Hören vergehen. Hoffe ich mal. Ja. Da hinten sehe ich die Hauptstadt, liebe Leute. Da, seht ihr die? Da, wo das Ziel zeigt. Da hinten ist die Hauptstadt. Dieser riesen Tower. Aber wir fliegen erstmal. Warte mal, F4. Raketen. Da haben wir sie doch. Chat öffnen, freie Umlenden, Maschinengewehr. Leuchtrakete ist F. Aber ich denke mal, hier haben wir schon fast alle Luftabwehrziele ausgeschaltet. So. So. Dann gehen wir mal an diese Sache ran hier. So. Oh, ist das genial, ey. So, warte mal ein bisschen runter. So. Boah, das gefällt mir, liebe Leute. Ich kann gar nicht. FND-Ziel erreicht oder noch nicht? So, da. Oh, weg damit. Entdeckt zu spät. Die haben jetzt den Alarm ausgelöst. Wir müssen kurz hier zu dem Berg und schnell mal den Hubschrauber reparieren. Ich bin gerade von Kontrollpunkt, weil der Paco beschlüsselt. Was ist das hier für eine Villa? Na komm, hier können wir doch landen. Schnell mal den Hubschrauber reparieren. Will mal, dass wir den reparieren können. Oh nein, der hat mich voll erwischt. Warte mal, warten wir mal ganz kurz. Können wir den einscannen? Ich scanne den mal mit meinem Handy ein. Warte mal. Ah, warte. Bleib hier. Wo ist er denn hin, der Hundi? Ich wollte dich doch gerade einscannen.
Er sieht uns nicht. Okay, der ist weg. Komm her, Hundi. Kurz einscannen. Bleib bitte stehen. Warte mal, bleib mal bitte stehen. Na komm. Oh, jetzt läuft er mir. Streichen, jetzt. Andreas ist ein braver Hund, ne? Da ist noch einer. Wir reparieren erstmal das Flugzeug, komm. Auf, hoch. Okay. Wir sind wieder in der Luft. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir die jetzt erobern können. Alles klar. Wir müssen einfach in Bewegung bleiben. Da. Wir müssen uns drehen, 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 drehen. Da. Ja, ungefähr die Flugbahn. Schätzen, einschätzen und Feuer. Ah, nein. Ach, die gingen daneben. Ah, jetzt fliegt er uns davon, warte mal. Mal gucken, wie weit wir da. So hoch. Oh, das ist echt hoch. Jetzt habe ich die falsche Taste. Naja. Aber ich sehe schon die Hauptstadt da vorne. Na, der ist jetzt weg. Na gut, okay. Dann gehen wir mal runter. So, hoffen wir mal, dass wir das Ziel jetzt hier erobern können. Oh, da ist noch jemand. Oh, das war zu hoch. Noch einer. Na komm. So. Der Alarm sollte jetzt aber ausgeschaltet sein. Na komm. Wir greifen mal jetzt ordentlich an hier. Immer weg da vom Gewehr. Okay. Truck.
Aber hier, die erledigen wir gleich alle mit hier. Erledige ihn, beiß ihn den Kopf ab. Sehr gut. Vom Pferd runtergeschossen. Wo ist dieses verdammte Alarm? Das habe ich schon weggeschlagen. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Ich stolper, drehte lautlos. Okay. Ah, hier. Nee. Der Stolperdraht ist auch weg. Nein. Ah. Ich brauche schnell eine Heilung. Oh nein, nein. Das Gift war zu hart. Blutung stoppen. Vielleicht kommt jemand und hilft mir noch. Na kommt schon, liebe Leute. Lasst mich nicht im Stich. Nein. Das war ein klarer Todesurteil. Schade. Ich habe gedacht, da kommt jemand und hilft uns, aber Na gut. Und unser Hubschrauber ist leider weg. Können ganz leise mal da hingehen. Und unser Glück versuchen. So. Ganz leise. Da ist ein Soldat. Ein Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen. Erledigt. Der ist so gut wie weg. Da hinten ist noch einer. Leiche entdeckt. Auf. So, Nummer 2. Ohne viel Krach. Diese Mission gefallen mir am besten, wenn ich sie nicht mit viel Krach absolviere. Das ist wahrscheinlich dann viel einfacher. Warte mal, gehen wir mal hier rüber. Ein Alarm. Jetzt ganz vorsichtig. Den Alarm schnell deaktivieren. Versuch mal Verstärkung zu rufen. Leg sie um, Junge. Hier. Jetzt ist Ruhe. Sehr gut. Erledigt. Nein, der Panzer. Nein. Ich habe den Panzer nicht sehen kommen sehen, ey. Schade. Aber die Taktik ist aufgegangen. Nur mit dem Draht, da hätten wir ein bisschen besser aufpassen müssen. Okay. Da unten ist einer. Siehst du den? So, deswegen gehen wir nochmal hier entlang. Und gucken, dass wir nicht gleich wieder erledigt werden. Gleiche Vorgehensweise. Hier rüber. Erstmal den Scharfschützen erledigt. Kontrollpunkt. Vorsicht. Okay. Erledigt. Es waren irgendwo, waren hier Drähte. Da. Augen auf, Danny. Entschärfen. Wo können wir die denn entschärfen?
Erstmal den Alarm ausschalten. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, irgendwo hier muss man... Oh nein. Was war denn das? Sucht überall. Los jetzt. Devo encontrar a culpable. So einfach ist das doch. Der Kontrollpunkt muss jetzt, der muss jetzt eigentlich uns gehören. So, ne? Jetzt haben wir noch irgendwas hier. Oh, Munition, das. Okay, hier ist nichts mehr drin. Das große Schild da noch fertig machen. Das wäre mit G gewesen, ne, hier. Oh, der Panzer. Wenn der mich sieht, ne? Ist erobert. Hat sich erledigt. Gut, wir haben den einen Dings erledigt. So. Das Ziel. Jetzt. Wie wäre es denn, wenn du mal jetzt hier hinkommst, Hundi, und dich mal einscannen lässt? Ich möchte gerne wissen, ob das wirklich funktioniert mit diesem Code. Mit dem QR-Code. Ups. Na komm. Okay, okay. Streich den mal. Sehr gut. Nein, der haut immer ab, das ist so schwer. So. Junge, bleib mal hier. Was bist du auch für ein Biest, ey? Da, jetzt. Da, jetzt ist das Handy aus. Nochmal. Es dauert noch ein paar mehrere Versuche vielleicht. Kopf weg. Nein. Nee, das ist schlechte Position. Hier die Position wäre am besten. Bleib doch mal hier. Genau, jetzt bleib mal hier stehen. Ich komme hier runter. Na. Auf geht's, Junge. Andere. Bleib mal da. So ist gut. So musst du stehen bleiben. So stehen bleiben. Bisschen Kopf beiseite, genau. So. Oh, der geht. Warte mal. Ich hab da irgendwas. Safari geht auf. For Contest Lifetime, you live. The life other heads goes for me. As life. Mega System. Press Start. Ach, das ist so diese Schiebepuzzle. Kennt ihr die? Von früher? Da kommst du so zu so einem Schiebepuzzle. Da kannst du das so... interessant. Okay. Kann ich später lösen. Mal gucken, was dabei herauskommt. Motorrad. Nehmen wir gerne an. Wer ist denn ein guter Junge? So, was haben wir denn noch da? Warte mal. Haben wir noch weitere Posten da? Nee, Außenposten nicht. Wir hätten nur noch diese FND-Depot. Da können wir mal hingehen. Gucken wir, was da ist. Dieses FND-Depot, warte mal. Ich glaube, das muss in diese Richtung sein. Ja, genau. Hier und dann hier links und dann hier rüber. Okay. Warte mal, war das hier links? Nee, noch nicht hier links. Ich glaube, erst die nächste. Zeig mal. Ja, die nächste. Genau. Da vorne links. Jetzt links. Oh, das Motorradfetch ist klasse. Das muss man denen lassen. Das haben sie echt gut hinbekommen. So. Da ist ein Depot hier. Das nehmen wir nochmal mit, das Depot hier.
So. Geh sofort! Mach das Blut! Was soll denn das? Was ist denn los jetzt hier? So ein Panzer oder was? Ja, in der Stau das Feuer. Hat jetzt das Flugzeug auf mich geschossen oder? Was ist denn los hier? Sag mal. Ich guck mal. Mach ihn platte. So ist richtig. So, hier das Depot. Gehen wir mal rein. Hier kommen wir nicht rein. Okay. Oh, die dürfen uns von den Hubschraubern nicht sehen lassen. Prima. Schießpulver. Haben wir noch was hier? Okay. Eine Kiste. Bloß nicht sehen lassen von dem Hubschrauber. So. Ich glaube, wir haben alles, ne? Müssen wir das sabotieren oder was? Nee. Keine Ahnung, wir können es ja mal probieren mit so einem Molotow-Cocktail. Ja, weg da. So, das brennt. Die Hütte brennt. Und weg hier. Da vorne wäre noch mal was. Da. Genau. Das haben wir. So, jetzt gucken wir auf die Karte nochmal. Das hätten wir, das hätten wir. Wir hätten nochmal diesen LKW hier. Na, lass hier mal durchlaufen. Bis jetzt hat er uns noch nichts getan. Nehmen wir mal den Dings dafür. Den Moped. Das Moped, komm her. So. Und ab zum LKW. Treffen wir den auf derselben Straße? Ja. Klar. So. Auf geht's. Ah, schöner Himmel. So, also das reicht hier mit eurer Schießereien hier und diese menschenunwürdigen. Ja, guck mal. Ja, warte mal. Leider ist er tot. Was können wir hier machen? Gar nichts, Körper. Integrieren. Rekrutieren, verstärken die Einsatzkräfte deiner Bandito. Kann ich. Okay. Ihr seid frei. Ihr seid frei, kommt. Ihr könnt gehen. Alles gut, ihr könnt jetzt gehen. So. Na komm, Hundi. Der LKW ist gerade an uns vorbeigeflitzt. Den holen wir uns schnell. Da, das Flugzeug können wir auch noch mitnehmen dann später. Das können wir noch später machen. Einen Monat. Da ist er. Der läuft die ganze Zeit hier in der Karte herum. Na warte. Eine ewige Fahrzeugübergabestelle. Danach ist es dann an jeder Fahrzeugübergabestelle für dich verfügbar. Okay.
ich fahre wirklich sehr angenehm mit dem Motorrad. Der ist nicht zu schnell und nicht zu langsam, würde ich fast sagen. Ah, oh, der trifft mich jetzt ganz schön hart, du. Ah, Hundi fährt mit mir. Komm, Hundi. Lass mal den Motorrad hier stehen. Der ist hier in die Dings reingefahren. In die Villa hier. Pass mal auf. Die nehmen wir jetzt mal hoch hier. Truck, Mist. Naja, nimm mal ein bisschen Medizin. So, okay. Er haut schon nicht ab, der Truck. Den holen wir noch ein, ist kein Thema. So. Wo ist er denn hin? Da vorne. Den schnappen wir. Der läuft die ganze Zeit hier auf der Karte rum und der nervt mich. Jetzt muss ich ihn einfach mal schnappen. Wo ist denn der denn jetzt hin? Fährt er nicht mehr auf der Hauptstraße? Na, wir haben ihn verpasst da. Und zurück wieder wenden. So, da entlang. Es war nicht das schnellste Fahrzeug, aber immerhin. So. Okay. Wir hätten auch mal unseren fahrbaren Untersatz nehmen können, der ist wahrscheinlich viel besser. Der Musiksender der Nation. Radio Verdad. Verdad. Musik für wahre Jaraner. Sehr gut. Radio Verdad. Schade, ich würde gerne die Musik hören, aber YouTube erlaubt das. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich YouTube, dann würdest du nur noch Strikes bekommen und keine Ahnung was. Und von daher, hier ist es eigentlich. So, überholen wir den erstmal. Genau. Und. Ah, so was, ey, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, nein. Der ist echt hartnäckig, der Typ. Brenn in deine Zelle. So. Wo ist er denn jetzt hin? Da vorne. Wir müssen langsam machen, denn wir müssen uns auch mal zwischendurch mal heilen. So. Es ist unglaublich, der ist richtig schnell da unten. Da ist er doch. Oh, da habe ich mich jetzt selber verbrannt. So, und weiter geht's hier. Der gibt richtig Vollgas, ey. So, bleib mal stehen hier. Ich muss mich schnell heilen, warte mal. Wer ist denn noch hier? Hier ist keiner mehr.
Leider nur 12 Schrott, nein. Das ist ein Ingenieur. Ein Ingenieur. Hast du was für mich? Wo denn? Leg die Waffen nieder! Erledigt. Wer ist hier noch unterwegs? Hm? Keiner mehr. Wir haben die alle erledigt. Sag mir, was du weißt. Kennst du Senja schon? Sie ist eine der besten Künstlerinnen Yaras. Okay. Ihr zwei würdet euch sicher gut verstehen. Du wirst schon sehen, was ich meine. Gracias. Okay. Das ist jetzt für mich erstmal unwichtig, ne? Oh Gott. Wenn er mich hier sieht. Muerto. Mierda. Kadaver. Verstanden. Attention. Muerto. Ist vorbei, wenn der auf mich. Der schießt auf mich. Oh Mann. Nein. Das war klar. So, das war's für diese Folge auch gleich mit diesem Tod, liebe Leute. Wir haben den Außenposten eingenommen, oder den Grenzposten, besser gesagt, ja kein Außenposten, sondern Grenzposten. Und das war das Ziel dieser Folge. In der nächsten Folge geht's wieder in der Hauptmission hoffentlich weiter. Jetzt erstmal. Okay. Haben wir das erledigt. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge.